Ich liebe diese Gemeinschaftstoiletten. Was ist das? Das ist was ich. Ja.
heute. Und ich glaube, das ist mein Schlafplatz. Über diese Gemeinschaftstoiletten. Ja, es war jetzt nicht so leicht, ein leistbares Zimmer zu kriegen in Dushanbe. Ich bin eine Nacht im Schlafsaal gelegen, kam alleine, das ging. Aber irgendwie, ich bin zu alt für Schlafsäle, ich mag das nicht. Das kostet jetzt $28, ist nicht billig, aber es ist meins. Ja, jetzt warte ich noch offen an vom Mechaniker. Ja, einfach ein Öl wechseln. Und das ist jetzt 2 Jahre alt. Und da schaut sich auch noch das Vorderrad an, hat er gesagt, so viel ich verstanden habe. Aber er hat da jetzt noch einige Motorräder stehen gehabt, die er zuerst machen muss. Und ja, ich hoffe, er ruft jetzt noch an. Es ist mittlerweile 5 Uhr vorbei, dass ich das Motorrad jetzt dann noch holen kann. Alles klar. Fancy Deckenbeleuchtung. Wie viel bekommt man als Öl? Nicht сильно было заметка. Да. Да, 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 хер сильно написано. Thank you.
Heute gibt es wieder mal Suppe zum Mittag. Ja, das Ganze gibt es mit Aussicht. Iskandakul. Sehr schöner Tag. Heute vom Duschen bin ich weggefahren. Dann zum Iskandakul, am Alexandersee. Wäre sehr schön, es soll zum Übernachten. Aber es ist nicht so aufregend. Deswegen habe ich beschlossen, ich fahre gleich weiter Richtung Kentajikin. Und da bin ich ja jetzt. Das ist dann schon an der Grenze zu Usbekistan. Samarkand ist, glaube ich, 60 Kilometer insgesamt entfernt. Hier möchte ich auf jeden Fall den Markt anschauen. Da gibt es einen richtigen, schönen orientalischen Markt, eigentlich mit in der Stadt. Das ist auch eher selten, wenn es dort ruhig ist, jetzt war. Und ein Museum gibt es auch noch, was ich noch vielleicht anschauen möchte. Die Fahrt hierher war super schön. Es ist echt ein Traum, mal auf guten Straßen zu fahren und die Kurven genießen zu können, ein bisschen hineinliegen zu können. Und die Landschaft war wieder echt toll. Jetzt freue ich mich auf die Dusche. Und dann ich muss zum Essen suchen. Ich werde jetzt die zwei Tage deswegen da bleiben, damit ich mir mal ein Städtchen auch anschauen kann. Heute fände ich so und so. Und da freue ich mich schon. Ich würde sagen, vielleicht dreckig und eine Dusche ist absolut gerechtfertigt. Bis später.
Eigentlich so wie die alte Ruinenstadt. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Google weiß es auch nicht. Weiß es mir auch nicht. Nur ein bisschen herumstapfen. Und schauen, ob ich sie suche. Man braucht schon viel Vorstellungskraft, um da die alte Ruine von der Stadt zu sehen. Ah ja, so hat das Ganze mal ausgesehen. Ja, man braucht tatsächlich viel Fantasie. Und nun zum besterhaltensten Teil dieser Anlage, zumindest den ich gefunden habe. Tada! Thank you.